Und wofür wollte ich noch Close-Inserte haben? Also ich hatte ja vor einer ganzen Weile recht viel davon hergestellt, aber ich glaube, es war irgendwo hier oben, aber das sehe ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die das jetzt zu schnell alles weggenommen haben. Ja, das ist okay. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Oh, wir stellen gerade nichts her. Mach rote Tränke. Gut. Kohle hält sich auch in Grenzen. MK2 Drills. Ja. Bauen wir davon ein paar. Idealerweise mit einer Kopie zwischendrin. Also einer kostenlosen Version. Dann ersetzen wir die hier durch MK2. Für mehr Kohle. Hm, genau, das war auch eine Sache mit Yuki. Und zwar dampfbetriebene Generatoren. Also nicht die Boiler, die wir jetzt benutzen, sondern irgend so ein anderes Ding. Das soll ziemlich viel Strom benutzen, generieren. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was damit gemeint sein kann. Ach, eine Turbine. Die wird gemeint sein. Ja, 2,7 MW ist schon ordentlich, richtig. Braucht nur zwei Engines, das ist verdächtig. Da, Steam Turbine. Bau mal eine davon und guck mal, was das so macht. So, die kannst du mal abbrechen. Da komme ich wieder nicht durch. Stahl, genau, Stahl. Geh zu meinen drei persönlichen Schmelzöfen da. Schmeiß Eisen rein. Zip, 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 zip. Gut. Die Drills, erstes fertig. Blop. Blop. Geht jetzt schon mal einen Zacken schneller. 0,9. Da unten hat 35, noch was. Ja, sehr schick. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Und die MK2 haben gar keinen größeren Radius, sehe ich gerade. Das Abbauradius. Ha, hätte schwimmen können, die hätten sowas. Na gut. Na komm. So, und die Turbine ging ziemlich schnell zu bauen. Oh, ist ziemlich groß. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas zuführen müssen oder ob einfach nur Wasser das Ganze macht. Das heißt, wir müssen es theoretisch wieder hier vor die... Nee, warte mal, das müssen wir nirgendwo vorklemmen, weil das ist ja nicht zum Erhitzen, das ist ja zum Energiegewinnen aus dem schon heißen Wasser. Das heißt, dann müssen wir theoretisch die hier ersetzen. Wir haben gerade 8,7 Gigajoule. Ich kann mir, glaube ich, ein Experiment leisten. Mach mal so. Hau das Ding hier hin. Und es macht gar nichts. Aber genau Strom haben wahrscheinlich. Mach die mal alle weg. So. Das Ding hat auch kein irgendwie Interface oder dergleichen. In der dann auch nicht, das stimmt, aber das ist ein bisschen irritierend. Okay, baue davon noch einen. Ah, die passen richtig gut hier. Oh, sehr schön. Die passen hier richtig gut nebeneinander. Kann man euch eine Reihe schalten? Ja, kann man. Okay. Ja, das beobachten wir jetzt erstmal. Wie das Ganze dann nachts abläuft. Wir haben es doch gerade Tag, richtig? Richtig. Oh, und da sammelt sich gut was an Artefakten. Schön, 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 schön. Bau mal Gates. Einfach so da. Nom 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 nom. Mhm. Und Blut. 211 Bluteinheiten. Und wir müssen mehr Strom verbrauchen. Ich will gucken, wie die Dinger funktionieren. Kein Schaden. Ha.
Arbeiten immer noch nicht. Well, Performance 100%. Performance 0. Ah. Na gut, was anderes machen. Genau, die Pumpen wollte ich mir angucken. Achso, wir brauchen erstmal dafür diese... die Dinger hier. Oder ein zumindest davon. Dann diese Transmission Shafts. Und eine Water Pump. Und dann setzen wir einfach mal... Oh, hier haben wir aber ein Stromnetz hier unten. Mal da. Da. Okay. Dann setzen wir hier eine Pumpe davon hin. An so einen Tank. Und unten direkt dran, ohne Schaft, ohne alles, einfach so ein. Und du machst bitte Wasser. Und dich kappen wir mal kurz. Und dich zerstören wir mal kurz, damit du leer bist. So, und dich zerstören wir auch mal kurz. Damit du nicht die anderen füllst. Ja, geht relativ flott. Und es ist halt nur einer, ne? 50 pro Tick. Die hier haben wie viel pro Tick? Dreh dich mal um. Und füll du mal so einen Tank. 10 pro Tick. Ja. Ist ein Ticken schneller. Und platzsparender. Okay, das heißt, wir setzen dich mal wieder dahin. Bauen dich hier doch wieder um. Dich auch. Wir bauen noch mehr von den Pumps. Mache ich das jetzt? Können wir euch so in Reihe schalten? Sieht nicht so aus. Aber ich teste mal. Du geh mal dahin. Wasser. Kommt nichts an. Wie mache ich denn? Ja, so geht das. Das ist sehr schön, aber ich hätte gerne Farm oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich müsste das denn hier so schräg versetzt machen? Das sieht komisch aus. Ich kann es einfach hier so machen. Ist aber auch nicht so schön. Na gut, muss ja nicht schön aussehen. So, tak, 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 tak. Rechts, links, links. Rohr, Rohr. So, sollte auch von der Energie hier hinkommen. Und durchgehend voll sein. Gut, das heißt, diese gesamte Anlage hier können wir uns wieder knicken. Schade, aber na gut. Wobei ich sie einfach da lassen kann, bis wir rote Blaupausen haben, weil den Platz hier brauchen wir gerade gar nicht. Angriff oben rechts. Zwei Türme schießen, zwei Türme werden beschädigt. Ja, erinnert mich daran, dass ich mehr Türme bauen muss. Und Stahl abholen. Hier hinten. Ja, damit. Mehr Türme. Ja, die hauen richtig gut rein, die Dinger. Okay, vielen Dank für den Tipp. Und wir brauchen mehr Türme hier. Da. So. Ja, aber wieder nur zwei, drei Stück, das ist okay. Also von diesen großen Yoki-Dingern da hätte ich gerne jetzt mehr. Und denen da was fehlt. Unicom-Zeug. Das muss ich schon wieder von Hand abbauen. Wobei, nee, wir hatten noch diese komische Anlage da. Habe ich das alles verwurstelt? Ich weiß, ich hatte mal einen ganzen Stack von dem Unicom-Zeug geholt. Geh mal unten gucken. Da.
Eine Kiste ist leer. Okay, dann gucke ich hier hinten in die Kiste rein mit dem Zeug, das wir irgendwann mal gebrauchen können, aber nicht recyceln wollen. Das war hier irgendwo. Genau das da. Ein 500er Stack würde ich jetzt ganz gerne zu diesen anderen Blöcken machen. Achso, und Forschung sollte ich jetzt langsam wieder machen können mit Roter. Dann mach doch bitte mal... Laser Rifle Shooting Speed. Okay. Hier. Du, 500 Stück. Die haben ja auch hier Probleme mit dem Wasser. Das ist ja. Bomber. Noch ein so ein Ding. Brech die mal ab. Und das hier alles weg. So. Mach da ein davon hin. Man kann mal den echt schwer sehen, wo das rausgehen soll. Weil es halt perspektivisch ist. Ist das so angeschlossen? Ich denke schon. Und da einfach den direkt dran, auch wenn das Overkill ist. Und du Wasser. Ja, flupp, instant voll. Gut. Viel besser das Ding. Also ja, es gibt auch die MK3 und MK4 Pumpen wahrscheinlich später noch. Aber trotzdem. Oh. Die Jungs wollen auch noch Wasser haben. Stimmt. Das heißt, noch ein Rohr dazwischen. Und dann dich. Und dann dich und Strom und Wasser und Untergrundrohr bis da, Untergrundrohr bis da und Wasser. Und die Arbeit wieder. Ja, sehr gut. Hoffentlich auch genug. Okay. Ja, wir brauchen nämlich den ganzen Zacken Wasser. Jetzt reicht es doch nicht mehr mit dem einen Ding. Okay. Noch eine Pumpe. Also wenn diese komische Um-die-Eck-Verbindung nicht wäre, dann wären die Dinger wesentlich cooler. Ernsthaft. Du. So. Und jetzt hier irgendwo dich hin. Du mach das. So. Jetzt haben die hoffentlich alle wieder genug Wasser. Ja, jetzt müsste eigentlich alles mit Stone Pipes gemacht werden, damit da mehr Wasser durchkommt, wahrscheinlich. Oh, gucken, das ist, was die Plastikdinger machen für den, wie viel da reinpasst. 20. Also genau das gleiche wie bei den Steindingern? Das ist knalleblau. War doch auch 20, ne? Ja, war auch 20. Blub, 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 blub. Okay. Genau rumgespielt, gib mir die da. Wie oft können wir das Ding aufstufen? Gibt es da noch Laser Rifle Damage? Ja, gibt's auch. Krass. Wir sollten nur bald erstmal das Laser Rifle bauen, hm? Mach mal das da, du mach da weiter, ist okay. Ja, Strom. Strom wollten wir weitermachen. Mit den Dingern da.
Brauchen wir Misty Mansions. Ja, damit. Ja, damit. Zwei davon. Das wird es. Forschung ist am Gange. Genau, jetzt gucken, wie wir. Oh, war ja. Wie wir das Aluminium richtig herstellen. Ich mache das schon mal vorsichtshalber hier unten. Weil hier sind die ganzen anderen Sachen auch, die wir brauchen wahrscheinlich. Du. Da. Da ist Aluminium. Da ist Aluminar. Und Aluminar bekommen wir aus Bauxit. Also Bauxit ist ein Rohstoff, den man irgendwo finden kann. Das stellt man nicht irgendwie her. Oder gibt es eine Forschung für Bauxit, die so aussieht wie Bauxit? Nö. Ja, dann werde ich nächste Folge losziehen müssen und Bauxit finden. Das könnte spannend werden, weil wir waren ja eigentlich schon eine Weile unterwegs bei uns in der Nähe. Und hatten das nicht gesehen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie bewusst ich durch die Gegend gelaufen bin. Oder ob wir einfach nur so ein bisschen tralalala in der Gegend rumgetanzt sind und, keine Ahnung, Basen besucht oder Tinnen oder was auch immer. Ja, also, Bauxit suchen, Laser Rifle bauen und gucken, wie toll das Laser Rifle ist. Wobei ich denke, dass es ziemlich gut sein wird. Vor allem, wenn man ja das Shooting Speed und den Damage nochmal extra erforschen kann. Ja, also bis gleich.